Eine Zeugin rennt um ihr Leben. Mein Name ist Stefan Lukas und ich werde nicht zulassen, dass sie mundtot gemacht wird. Scheiße! Sie! Schnell! Die wollen, dass Sie nicht aussagen. Da lang, kommen Sie. Gehen Sie da lang, schnell. So, Feierabend. Ach, du Glückliche. Ich brauche hier noch einen Augenblick. Aber fahr du ruhig schon mal, Tamara, okay? Okay, aber mach nicht mehr so lang, ja? Ja. Oh, Herr Wagner, Frau Jansen wartet schon auf Sie. Wie ist die denn drauf? Hey. Tamara zieht mich immer wieder auf, weil ich mit dem Sohn vom Chef zusammen bin. Du, ich brauche hier noch einen Augenblick und dann können wir zu mir fahren, okay? Außer uns ist niemand mehr in der Firma, wir sind ganz allein. Ja, aber dein Vater hat mich auch extra gebeten, die Bestellung heute noch fertig zu machen. Mein Vater lässt dich schön grüßen. Du sollst auf der Stelle Feierabend machen und dich um mich kümmern. Wir könnten aufs Dach klettern. Von dort aus hat man einen fantastischen Ausblick. Okay. Aber wenn, dann mit Steven. Dann hole ich jetzt noch ein paar Gläser aus der Küche. Mensch, Rüdiger, jetzt reg dich doch mal wieder ab. Ich habe so viel Geld in diese Firma investiert. Jetzt lasse ich mich von dir nicht mehr über den Tisch ziehen. Meinst du, ich bin blöd und habe nichts bemerkt? Ja, sicher gibt es möglicherweise irgendwelche Fehlbeträge. Aber wenn, dann gibt es da eine ganz logische Erklärung für. Ich bin die Buchführung mal genauer durchgegangen. Du hast über die letzten Jahre fast 1 Million Euro abgezweigt. Das Geld habe ich in diese Firma investiert. Du hast es gestohlen. Das stimmt nicht. Wir hatten einfach ein paar Ausgaben, die nicht unbedingt in den Büchern erscheinen müssen. Ich kann beweisen, dass du die Gelder für dein Privatvergnügen genommen hast. Aber ich will jeden einzelnen Cent wiederhaben, das schwöre ich dir. Mann, Rüdiger, wir kennen uns schon so lange. Man kann doch über alles reden. Hm? In den nächsten Tagen hast du Post von der Staatsanwaltschaft. Ich zeig dich an. Und jetzt muss ich mir die Bestelllisten mal genauer anschauen. Verdammter Blödmann. Willst du mich immer noch anzeigen? Oh, langsam. Hast du ein Gespenst gesehen? Ich wollte doch gerade in die Küche und Gläser holen, damit ich nach unten gegangen bin. Dann war ich in der Halle. Hey, alles in Ordnung mit dir. Hallo, ihr beiden. Hallo, Papa. Pauline und ich, wir wollten gerade Feierabend machen, ein bisschen entspannen. Ihr müsst mir helfen. Rüdiger hatte einen Unfall. Er ist gestürzt und bewegt sich nicht mehr. Gestürzt? Ja, wir haben noch geredet und dann wollte er los. Wir brauchen einen Notarzt. Gut, ich kümmere mich drum. Ich hole den ersten Hilfekasten aus meinem Büro. Sollten wir nicht vielleicht zu ihm gehen und nach dem Rechten gucken? Da ist nichts mehr zu machen. Wie ist denn das genau passiert? Merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, dass da noch jemand in der Halle gewesen wäre. Was war das, Pauline? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Wirklich nicht? Mein Gott, Pauline, wo warst du denn den ganzen Tag? Du hast vielleicht was verpasst in der Firma. Rüdiger Lampe hatte einen tödlichen Unfall. Die Kripo war da. Die haben alle befragt und nach Zeugen gesucht. Die Spurensicherung hat die ganze Firma auf den Kopf gestellt. Das ist echt total krass, dieser Unfall. Tamara, das war kein Unfall.
Wie jetzt kein Unfall? Ich war doch gestern Abend noch mit Alex in der Firma. Wir waren die Letzten. Und dann? Und dann habe ich mitbekommen, wie Rüdiger Lampe und Ingo Wagner sich gestritten haben. Dabei ging es um ziemlich viel Geld. Und dann hat der Wagner den Lampe einfach von hinten niedergeschlagen. Du verarschst mich jetzt. Mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, Ingo Wagner ist unser Chef und noch dazu bin ich mit seinem Sohn zusammen. Alex wird mir das nie verzeihen, wenn ich mich jetzt zur Polizei renne und aussage und sein Vater wegen mir dann im Gefängnis landet. Du hast also noch nicht mit Alex gesprochen? Nein. Ich habe gleich gestern Abend mein Handy ausgemacht. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich meine, was hätte ich ihm denn auch sagen sollen? Hallo Schatz, dein Vater ist ein Mörder? Nein, natürlich nicht. Das kannst du ihm nicht antun. Alex vergöttert seinen Vater. Mein Gott, aber irgendwann muss ich doch zur Polizei gehen. Was wird dann aus der Firma, wenn Ingo Wagner in den Knast muss? Dann ist der ganze Ruf dahin und deine Beziehung kaputt. Was würdest du an meiner Stelle machen? Du musst jetzt erstmal in Ruhe mit Alexander reden. Du bist die Beste. Dann gehe ich jetzt gleich zu ihm. So, Herr Wagner, jetzt erklären Sie mir doch noch mal, unter welchen Umständen der Unfall zustande kam. Wo waren Sie, als Herr Lampe stürzte? Mein Gott, das haben wir doch nun schon x-mal durchgekaut. Und ich habe bisher sogar auf Rechtsbeistand verzichtet. Ganz ehrlich, so langsam habe ich wirklich genug. Haben Sie das? Allerdings. Und jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin freiwillig hier. Ich kooperiere mit Ihnen. Und eins sage ich Ihnen ganz klar. In ungefähr einer Stunde, um 17 Uhr, bin ich hier raus. Ich habe noch einen langen Flug vor mir. Sie bleiben schön hier, dass Sie das wissen. Ich kann nicht zulassen, dass ohne dass die Ermittlungen abgeschlossen sind, Sie einfach so ins Ausland abhauen. Okay. Dann möchte ich jetzt meinen Anwalt sprechen. Das Recht habe ich ja wohl. Solange Sie keine entsprechenden Beweise haben, können Sie mich ja sowieso nicht länger festhalten. Herr Kommissar Niebler. Ja, ich weiß, dass wir dazu vertraglich verpflichtet sind, aber leider können wir unsere Außendienste heute nicht mehr koordinieren. Weil es einfach so ist. Ja, auf Wiederhören. Paulina, alles in Ordnung, hm? Ja, mir geht's gut. Sag, warum warst du den ganzen Tag? Ich hab dir bestimmt 100 Mal auf die Mailbox gequatscht. Ich habe einfach ein bisschen Zeit für mich gebraucht. Herr Wagner, die Spurensicherung ist jetzt fertig in der Halle. Sie können wieder arbeiten. Okay, danke. Anscheinend steht mein Vater unter Mordverdacht. Gerade von der Kripo vernommen. Eigentlich wollte er heute noch zu einem Geschäftstermin in die USA fliegen. Hoffentlich klappt das alles noch. Alex, ich muss dir was sagen. Als ich gestern Abend die Champagnergläser gesucht habe, da war ich in der Werkshalle. Hast du den Unfall gesehen? Mein Vater hat Rüdiger Lampe niedergeschlagen. Ja, er hat ihn umgebracht. Sag mal, spinnst du? Ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Du darfst es auf keinen Fall diesen Unsinn der Polizei erzählen. Aber irgendwann muss ich doch die Wahrheit sagen. Paulina, du wirst es auf keinen Fall aussagen. Ist das klar? Pauline! Okay. Ich komme Ihnen entgegen. Es ist jetzt 15:45 Uhr. In spätestens 2 Stunden, 18 Uhr, gehe ich dort raus. Das wollen wir noch sehen, oder?
Ich habe Herrn Rüdiger Lampe nichts getan. Den Unfall konnte ich einfach nicht verhindern. Und dann lag er einfach da. Wie konnte Herr Lampe einfach so von der Leiter fallen? Und woher stammt die Kopfwunde? Er ist gestürzt. Unser Gerichtsmediziner hat auf den ersten Blick gleich gesagt, dass diese Verletzung ungewöhnlich ist und dass sie vermutlich nicht von dem Sturz stammt. Was weiß ich denn? Ich habe davon keine Ahnung. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber wenn sich im Laufe eben dieser Untersuchungen herausstellen sollte, dass Sie etwas damit zu tun haben, ja, dann gibt's einen Haftbefehl. Und dann können Sie den Flug vergessen. Wie sagten Sie vorhin so schön? Das werden wir ja sehen. Warum verdächtigen Sie eigentlich mich? Tja, die Frau von Herrn Lampe hat ausgesagt, dass es in letzter Zeit Spannungen zwischen Ihnen beiden gab. Er hatte Ihnen wohl nicht mehr ganz vertraut, dachte, Sie hintergehen ihn. War er deshalb vielleicht noch so spät im Büro? Rüdiger und ich sind bestens miteinander klargekommen. Privat, geschäftlich sowieso. Das ist alles zwecklos. Was soll ich überhaupt noch hier? Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Keine Beweise, keine Zeugen. Nur irgend so ein paar abstruse Theorien. Ja, das werden wir noch sehen. Die Zeitkonten der Mitarbeiter sagen nämlich, dass ihre Sekretärin, Frau Pauline Jansen, gestern Abend noch im Büro war. Ja, und? Ja, wir werden mit ihr reden und dann haben wir ja unsere Zeugin. Denken Sie dran. 18 Uhr. Die Zeit läuft. Tick, tack, tick, tack. Sie sollten sich vielleicht beeilen. Und Frau Pauline Jansen? Die wird sowieso nicht gegen mich aussagen. Ganz merkwürdiges Gespräch mit einer Frau angerufen, eine gewisse Frau Jansen, die völlig aufgelöst war, mir gesagt hat, ihr Chef habe eine ganz schreckliche Tat begangen. Also, was da genau passiert ist, weiß ich nicht und wie ernst man es nehmen muss, kann ich auch nicht beurteilen. Aber eins ist klar, diese Frau hat Angst und deswegen habe ich mich direkt mit ihr verabredet. Das müsste sie sein, nehme ich an. Frau Jansen? Herr Lukas? Ja, Stefan Lukas, wir haben telefoniert. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, es geht um meinen Freund. Nein. Eigentlich geht es um seinen Vater. Er hat... Frau Jansen, ganz ruhig. Wir haben Zeit. Ich bin doch jetzt bei Ihnen. Entschuldigung. Also, jetzt noch mal ganz in Ruhe. Was ist passiert? Grüß Sie, Herr Wagner. Wieso haben Sie mich nicht früher angerufen? Ich habe mir Ihren Fall angesehen und angesichts des Ermittlungsstandes müssten Sie hier gar nicht sitzen. Schon gut, Herr Kosberg. Setzen Sie sich doch. Wir können doch offen reden. Natürlich. Das ist ein Anwaltsgespräch. Das heißt, wir dürfen hier nicht abgehört werden. Ich sitze nämlich mit Absicht hier. Bis zu meinem Abflug würde ich gerne noch ein bisschen hier bleiben. Denn solange ich hier sitze, habe ich ein Alibi. Egal, was draußen passiert. Was soll denn da draußen passieren? Das weiß ich noch nicht. Aber irgendetwas muss passieren. Wir haben ein Problem. Es gibt da eine Zeugin, die mich möglicherweise belasten will. Und die heißt Pauline Jansen. Und dann hat Ingo Wagner einfach zugeschlagen. Also ganz ehrlich, ich würde damit unbedingt zur Polizei gehen. Ja, aber damit riskiere ich doch meinen Job. Meine Beziehung, die ganze Firma, einfach alles. Ja, gut, aber wer schweigt, riskiert doch sehr viel. Überlegen Sie mal, könnten Sie wirklich damit leben? Sie wüssten, dass draußen ein Mörder rumläuft, was Sie nicht ausgesagt haben. Und spätestens, wenn die Polizei dahinter kommt, dass Sie zur Tatzeit am Tatort waren, dann werden Sie sowieso über kurz oder lang aussagen. Müssen spätestens bei Gericht. Ja, Sie haben ja recht. Helfen Sie mir denn, dass ich das schaffe? Ich weiche nicht mehr von Ihrer Seite. Lass uns die Polizei anrufen. Wir melden uns an, okay? Mein Handy ist in meiner Handtasche. Die habe ich in der Firma vergessen. Das brauchen Sie nicht. Ich rufe da an. So,
Lukas, Rechtsanwalt Lukas, könnte ich bitte den sachbearbeitenden Polizeibeamten sprechen in der Sache Ingo Wagner? Gut, ich bleib dran. Dankeschön. Wenn Frau Jansen aussagt, dass Sie Herrn Lampe vorsätzlich niedergeschlagen haben, wird man Sie in Untersuchungshaft stecken. Noch kann ich Sie herausboxen und Sie könnten pünktlich am Flughafen sein. Ich kenne Frau Jansen schon sehr lange. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Frau Jansen auf gar keinen Fall gegen mich aussagen wird. Und in knapp 2 Stunden, also Punkt 18 Uhr, bin ich hier raus. Keiner wird mich mehr aufhalten. Ja, ja, ich verstehe Sie schon, aber wirklich schlecht, Herr Kommissar, ganz schlecht. Also nochmal, was haben Sie denn für mich, Herr Lukas? Ich vertrete Pauline Jansen. Sie ist Sekretärin bei der Firma Wagner. Na endlich! Wir versuchen schon seit gestern, Frau Jansen zu erreichen. Wo ist sie denn jetzt? Na, sie steht neben mir. Also wir könnten sehr gerne zu Ihnen auf die Polizeidienststelle kommen. Machen Sie das und beeilen Sie sich. Ingo Wagner ist im Moment noch bei uns im Kommissariat. Aber er will um Punkt 18 Uhr zum Flughafen. Und dann ist er weg. Falls er tatsächlich etwas mit dem Tod von Rüdiger Lampe zu tun hat, besteht die Gefahr, dass er im Ausland untertaucht. Kann Ihre Mandantin irgendetwas zu den Todesumständen von Rüdiger Lampe sagen? Ja, vielleicht schon mal so viel. Sie hat was gesehen. Das reicht mir nicht, um den Beschuldigten wirklich festzuhalten. Aber ja, Sie sind ja sowieso gleich da. Dann kann ich ja Ihre Aussage auch. Abverstanden, wir beeilen uns. Lange bleibt im Wagen. Herr Kommissar, noch mal bitte. Herr Kommissar, ich verstehe Sie jetzt wieder nicht. Hallo? Ja. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Wir beeilen uns bitte, ja? Okay, ich tue mein Bestes und sorge dafür, dass kein Haftbefehl gegen Sie erlassen wird. Keine Hektik. Die Zeit spielt für uns. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Na klar. Wir fahren da vorne rechts, dann links und dann sind wir gleich auf der Hauptstraße. Ich fahre jeden Tag hier lang. Es geht viel schneller. Gut, Hauptstraße wäre gut. Von da brauchen wir dann ungefähr 10 Minuten bis zur Polizei. Lassen Sie die Zeit nutzen und einfach mal Ihre Aussage durchgehen. Können Sie sich erinnern, um wie viel Uhr Sie die Halle betreten haben? Ja, das müsste so gegen 5:30 gewesen sein. Ingo Wagner war furchtbar wütend. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Und dann hat er nach dem Rabmut den Schlüssel gegriffen und hat Rüdiger Lampe einfach von hinten niedergeschlagen. Weiter? Ja, dann ist Rüdiger Lampe die Leiter runtergefallen. Ich frage mich, wo dieses, wie heißt das Teil? Rabmut und Schlüssel. Dieser Rabmut und Schlüssel, wo der geblieben ist. Keine Ahnung. Alles okay mit Ihnen? Wissen Sie, ich habe durch meinen Freund, durch Alex, eine sehr enge, eigentlich fast schon eine familiäre Bindung zu meinem Chef. Fühlen Sie sich verpflichtet, das verstehe ich. Das ist es so nicht, aber ich kenne Ingo Wagner schon so lange. Er ist sehr cholerisch, ja, aber ich dachte nicht, dass er zu sowas fähig ist. Also, ich kann das alles verstehen, aber bitte, Sie sind Ingo Wagner nicht schuldig. Hier jetzt rechts. Hier rechts? Ja. Okay. Das weiß ich doch, aber... Drehen Sie bitte mal ganz kurz unauffällig um. Der Wagen da hinter uns, kennen Sie den? Nein. Okay, fällt die ganze Zeit hinter uns her. Das ist etwas merkwürdig. Wir behalten es mal im Auge. Der hat den Reifen geschossen. Schnell, wir müssen hier raus. Raus, raus! Kommen Sie schnell! Raus! Da haben wir einen kleinen Vorsprung, die kommen sowieso nicht weit. Sind die hin? Kommen Sie. Was wollen die denn? Ich hab keine Ahnung, sind bewaffnet. Ich denke fast, die wollen das hier nicht aussagen. Da lang, kommen Sie. Und jetzt? Klappe. Wir müssen ganz dringend die Polizei anrufen. Mist, mein Handy muss im Auto liegen.
Was sind das was für Typen? Kennen Sie die? Ja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat mein Chef die engagiert. Ja, ich denke, Chef ist Geschäftsführer in einer ganz stinknormalen Firma. Was kennen der für Typen? Das ist ein richtiges Killerkommando, scheint mir. Ich denke mal, der hat ziemlich viel zu verlieren. Und wahrscheinlich zahlt er denen auch noch eine Menge Geld, damit ich nicht aussage. Schön gut, aber woher wissen die, dass wir unterwegs zur Polizei sind? Vielleicht hat der Alex, mein Freund, die für seinen Vater beauftragt. Und dann folgen die mir schon eine ganze Weile. Dann haben die unser Treffen sogar beobachtet. Wir müssen schnell hinweg. Ich habe keine Ahnung, wie wir das ohne Auto schaffen sollen. Meine Freundin Tamara Sievers, die wohnt nicht weit weg von hier. Die hat ein kleines Häuschen, die kann uns bestimmt helfen. Und wenn wir jetzt losmachen, dann sind wir in 10 Minuten da. Auf, los! Tamara? Tamara, komm, mach auf, bitte. Tamara? Du musst doch da sein. Tamara, Gott sei Dank. Was ist denn passiert? Stell dir vor, der Alex versucht, mich umzubringen, dass ich nicht gegen seinen Vater aussagen kann. Was? Das würde er niemals tun. Doch, wir sind von 2 Männern verfolgt worden, die wohl ihre Freundin zum Schweigen bringen wollen, damit sie nicht aussagen kann. Das ist Stefan Lukas, mein Anwalt. Hallo, wir müssen ganz dringend telefonieren. Wir haben sinnvollerweise beide keine Handys dabei und ein Auto bräuchten wir auch. Wir müssen ganz dringend zur Polizei. Dankeschön. Telefon. Ich hole euch dein Auto aus der Garage. Danke. Dankeschön. Rechtsanwalt Lukas, bitte verbinden Sie mich ganz schnell mit Kommissar Niebler. Ja, Niebler? Stellen Sie ihn durch. Herr Lukas, ich dachte, Sie wollten jeden Moment hier sein mit Frau Jansen auf der Dienststelle. Das dachte ich auch, ja. Aber wir wurden verfolgt von 2 bewaffneten Männern. Das ist doch ein Scherz, oder? Es war ein voller Ernst. Die beiden haben uns den Weg abgestellt in der Dieselstraße. Ganz in der Nähe von der Firma Wagner. Und dann waren wir da auf diesem großen Fabrikgelände. Die beiden Männer würde ich folgendermaßen beschreiben. Beide so Mitte 30, 1,70 bis 1,80 groß, dunkle Kleidung und eben bewaffnet. Ja, das kenne ich. Ich schicke sofort eine Streife vorbei. Sie sollen dann schauen, ob die beiden Männer noch auf dem Firmengelände sind oder vielleicht in der Nähe. Geben Sie mir bitte noch Ihre Mandantin. Ja klar, sie steht neben mir. Sie kann ja einfach schon mal informatorisch sagen, was sie weiß. Und die Details können Sie dann auf der Dienststelle besprechen. Ja gut, geben Sie mich bitte weiter. Ja. Herr Niebler. Hallo? Ja, also das eine kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Ingo Wagner hat dafür gesorgt, dass Rüdiger Lampe darunter fällt. Er hat ihn auf den Kopf geschlagen. Ja, nur die Tatwaffe haben wir bisher nicht finden können. Deswegen ist ja Ihre Aussage auch so wichtig. Sie müssen nach einem Radmuttenschlüssel suchen. Hallo? Hallo? Was ist? Die Leitung ist auf einmal tot. Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. So, mein Auto steht in der Einfahrt, hier mein Schlüsselbund. Die Tamara, die Leitung ist tot. Was? Das hatte ich noch nie. Da ist auch mein Haustürschlüssel dran. Wenn irgendwas ist, dann kommt ihr zu mir zurück. Danke. Pass auf dich auf. Wir sollten wirklich schnell machen jetzt, ja? Sie passen bitte auch auf sich auf. Machen niemandem auf, außer der Polizei und wenn wir wirklich zurückkehren sollten. Danke nochmal. Tschüss.